Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tobi Lotta. Hallo liebe Bastelfreunde. Ostern steht vor der Tür und in der Achtung fertig Bastelkiste haben wir auch schon ein paar tolle Dinge passend zu Ostern gebastelt. Wie beispielsweise eine Hexenbox oder auch eine Candy-Karotte. Und ich habe mir überlegt, da wir schon mal eine Candy-Karotte gebastelt haben, dass wir heute mal ein Candy-Häschen selber basteln können. Und das geht wirklich total einfach und schnell, also unbedingt dranbleiben und nachmachen. Falls ihr euren Eltern an Ostern etwas Tolles schenken wollt, aber nicht genau wisst was, dann ist ein Süßigkeitenhäschen genau das Richtige für euch. Dieses Süßigkeitenhäschen lässt sich total schnell und mit wenig Material nachbasteln. Schreibt mir doch schon mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Ostersüßigkeiten sind. Los geht's! Für das Süßigkeitenhäschen braucht ihr einen Pappbecher, Schaumgummi in zwei Farben, einmal in rosa und einmal in weiß, Süßigkeiten eurer Wahl, ein Pompon in der Farbe rosa, eine Schere, Paketschnur und Dekoration nach Wahl. Ich benutze eine Schlaufe. Im ersten Schritt werdet ihr die Ohren einzeichnen. Einmal ein ganz großes Ohr auf dem weißen Schaumgummi und einmal ein etwas kleineres Ohr auf den rosaroten Schaumgummi. Beide Schaumgummistückchen faltet ihr dann einmal zur Mitte und schneidet dann die Ohren aus. Seid aber vorsichtig, wenn ihr Scheren benutzt. Am besten nehmt ihr eine abgerundete Schere, gell? Wenn ihr dann fertig seid mit dem Ausschneiden, solltet ihr 4 Ohren insgesamt haben. 2 große in weiß und 2 kleine in rosa. Die kleineren kleben wir einfach an den größeren Ohren fest. Dann nehmt ihr euch die gebastelten Ohren und klebt sie an der Außenseite des Pappbechers fest. Ihr könnt dabei Heißkleber oder Weißkleber nehmen. Dann kommen noch die Gesichtsteile ins Spiel. Einmal die Wackelaugen und die Paketschnur schneidet ihr dann in kleinen Fäden, macht einen großen Knoten und klebt den Schnauz ebenfalls am Pappbecher fest. Am schnellsten geht's mit Heißkleber, ihr könnt aber auch doppelseitiges Klebeband oder Weißkleber nehmen. Und damit das Ganze etwas hübscher aussieht, habe ich hier noch ein Pompon draufgeklebt und da noch eine schöne Schlaufe angeklebt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euer Häschen natürlich auch mit Süßigkeiten oder Schokolade befüllen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was eure Lieblings-Ostern-Süßigkeiten sind. Na dann, nicht vergessen, diesen Kanal für noch mehr Bastelideen zu abonnieren, auf die Glocke zu klicken, damit ihr wirklich keine Bastelvideos mehr verpasst. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Gucken meiner Videos.